Tim Schüle, heute Abend hier beim Löwentreff. Bist du schon ein bisschen rumgekommen in deiner Karriere? Hast du sowas schon mal gemacht, so eine Art Speed-Dating mit den Fans? Nee, so in der Art noch überhaupt nicht. Aber es ist eine interessante Sache und ich denke, es gehört auch einfach dazu, dass die Fans die Chance haben, so ein bisschen näher zu kommen und auch mal Fragen zu stellen, die sie so vielleicht nicht loswerden würden. Deshalb sind es ja auch relativ kleine Tische, da kommen wir also ganz gut ins Gespräch, ne? Ja, genau. Und wie du sagst, dieses Art Speed-Dating macht es halt auch aus. Du hast nicht viel Zeit und die Fans wollen viel wissen, deswegen musst du dich beeilen. So ist es. Ja, sprechen wir ein bisschen über die letzten Spiele nochmal. Ihr habt, seid immer noch ungeschlagen. Jetzt gab es gestern noch einen Spieltag. Bietigheim ist jetzt vorbeigezogen, seid jetzt Tabellenzweiter und am Wochenende geht es dann gegen den dritten und vierten, also muss man sagen, erst gegen den vierten Krimmitschau, dann geht es nach Riessersee. Was erwartest du von dem nächsten Wochenende jetzt? Ja, ich denke, für uns geht es einfach wieder darum, dass wir uns bewusst sein müssen, dass uns beide Mannschaften wieder schlagen wollen, ihr bestes Eishockey spielen werden und für uns heißt es einfach, Wochenende zu Wochenende stärker werden und daran aufzubauen. Habt ihr das Ergebnis von Dienstagabend verfolgt, Kassel Riessersee 5-9, also ein bisschen verrücktes Spiel? Ja, natürlich liest man sowas und man spricht auch darüber, aber jetzt wirklich Gedanken darüber machen oder so, macht sich keiner, weil es ist ein Spiel und wer Eishockey kennt, weiß, wie schnell es gehen kann und wird und deshalb hat sowas jetzt, zu der Zeit, wo wir gerade sind, noch nichts zu sagen. Ihr habt jetzt am Sonntag in Bayreuth ganz schön ein hartes Stück Arbeit gehabt. Ihr habt ziemlich giftig gespielt und euch ganz schön gefordert. Paul hat gesagt, das Einzige, was ihm noch nicht so ganz gefällt, ist, dass er von Anfang an vielleicht noch ein bisschen konzentrierter agiert und nicht in Rückstand geratet. Denkst du daran, daran müsst ihr arbeiten noch ein Stück weit? Ja, denke ich schon, dass wir das Spiel einfacher halten, das wir spielen und uns dadurch das Leben einfacher machen und vor allem auch von der Strafbank wegbleiben. Dann wünschen wir euch dabei viel Glück. Wie gesagt, wird ein spannendes Wochenende. Zwei Teams, die gut drauf sind und ja, wir sind ja auch gut drauf. Von daher kann es nur gut werden. Ja, machen wir. Das kriegen wir hin am Wochenende. Und ja, ich denke, wenn wir ein, wie gesagt, einfaches Eishockey spielen, dann passt das. Alles klar. Dann viel Spaß hier heute noch. Danke.